willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin Teflon beschichtet ist und somit sämtliche Kritik an dem Dekor meines Wohnzimmers nicht haften bleibt. Denn mein Wohnzimmer findet lila-gelb schattierte Tapeten immer noch total schön. Kombiniert mit einem grünen Plastik-Kunstrasen als Teppich und neongrünen Vorhängen, was nur wieder einmal zeigt, the carpet matches the drapes. Wie auch bei mir. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die sogenannten ewigen Chemikalien oder auch Forever Chemicals, wie sie weltweit genannt werden. Natürlich ist der Name Forever Chemicals nur der Rappername, denn im Original handelt es sich dabei um sogenannte per- und polyfluorierte Alkylverbindungen bzw. PFAS und umfasst weit über 8000 Chemikalien. Dabei kann PFAS im Menschen zu hohen Cholesterinwerten, chronisch verlaufenden Entzündungen des Darmes, zu hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen oder Schilddrüsenerkrankungen führen und auch zu Hoden- und Nierenkrebs. Von diesen ewigen Chemikalien sind vor allem zwei bekannter. Zum einen PFOA, was lange benutzt wurde, um massenweise PTFE herzustellen. Und PTFE verdankt man vor allem Produkte wie diesem hier und seiner besonderen Anti-Haft-Versiegelung. Paul liebt es zu kochen. Deshalb nimmt er mich, Exzellenz, seine neue Pfanne von Tefal. Mein Thermosignal verändert die Farbe, wenn ich die richtige Temperatur habe. Und meine kratzfeste Anti-Haft-Versiegelung ist die beste und fürchtet keinen Pfannenwender. Perfekt für saftig gebratenen Lachs. Sie schmilzt dahin. Tefal. Einfach fantastisch. Also nicht das Produkt, sondern dass wir uns alle einig sind, dass Paul nach dem Essen nicht das Mädel ins Bett kriegt, sondern die Tefal-Pfanne, oder? Immerhin weiß er da ganz genau, wann er dessen G-Spot trifft. Diese herausragende langlebige Anti-Haft-Versiegelung ist in den meisten Pfannen PTFE, was wir als Teflon kennen. Lange Zeit vor dem Internet hielt sich die Legende, dass Teflon aus der Weltraumforschung stammen würde. Was auch logisch klang, denn wenn ein Raumschiff wieder in die Erdatmosphäre eintreten will, dann braucht dieses Raumschiff einen guten Hitzeschutz, da beim Wiedereintritt Temperaturen entstehen von rund 1600 Grad. Und was bot sich da Besseres an, als dass die NASA genau dafür Teflon entwickelt haben könnte? Bei Blue Origin wiederum, vom Amazon-Gründer Jeff Bezos, ist es aber keine Schicht aus Teflon, sondern einfach nur ein für manche, nicht für mich, größeres Teflon-Kondom, das die Astronauten über die Penisrakete stülpen müssen, bevor sie die Erdatmosphäre penetrieren können. Natürlich nur, wenn beide Seiten das auch wollen. Zum Glück konnte diese Teflon-Fake News dann vom Internet korrigiert werden. Denn dafür haben wir schließlich das Internet erfunden, also ganz am Anfang vor Facebook, Fox News und Google. Wobei Google natürlich nichts falsch macht, niemals. Teflon wurde allerdings ursprünglich 1938 von Roy Plunkett erfunden. Und dabei suchte Roy Plunkett für seinen Arbeitgeber, den sympathischen Chemiekonzern aus der Nachbarschaft DuPont, nach einem neuen Kühlmittel für Kühlschränke. Dabei entdeckte er durch Zufall PTFE, das leider Kühlschränke nicht kühlen konnte, sondern nur so komisch wasserabweisend war. Wie meine Freundin an der Uni, aber das ist ein komplett anderes Thema. Da aber kurz danach der Zweite Weltkrieg ausbrach und Kühlschränke entgegen der weitläufigen Meinung sich nicht unbedingt als Bomben angeboten haben, verschwand PTFE erst einmal in einer Schublade. Als man dann jedoch beim Bau der ersten Atombombe bemerkte, dass, wenn man sie aus einem Flugzeug wirft, sie beim Fallen Feuchtigkeit zieht, wie ansonsten nur ein 34-Jähriger beim Helene-Fischer-Konzert, und dass das dann ein gewisses Problem darstellte, da diese durchnässte Bombe nicht am Boden hochging, sondern nur so am Ende klang. Auch wieder durch Zufall erinnerte sich jemand an dieses komische PTFE von DuPont, das nicht Kühlschränke kühlen konnte, aber super wasserabweisend war. Weswegen man dann die erste Atombombe damit lackierte, die man hier wiederum sehen kann, wie sie leider alleine auf ihren ersten Abschussball gehen musste. Und da diese Beschichtung mit PTFE so gut war, begann man damit auch US-Panzer im Zweiten Weltkrieg zu streichen, die dadurch nicht mehr auf dem Weg nach Berlin drohten, zu verrosten durch das scheiß Nazi-Wetter im Frühjahr 1945. Da der Krieg jedoch drohte, irgendwann vorbei zu sein, DuPont aber weiter mit PTFE Geld verdienen wollte, dachte sich DuPont,
Wenn man damit die Nazis in Deutschland bekämpfen konnte, warum nicht auch die Nazis zu Hause in der Küche bekämpfen? Was im Haushalt von Attila Hildmann halt leider so ziemlich alles ist. Und weil PTFE als Name ziemlich scheiße klang, erfand Dupont den Begriff Teflon dafür. Nun gibt es beim Gebrauch von Teflon in der Küche zwei Probleme. Teflonpfannen zerkratzen gerne beim Kochen und es gelangen so kleine Stückchen von Teflon in uns. Nur keine Sorge, das ist nicht die Origin Story von Ursula von der Leyen, die man hier sehen kann, wie sie erfahren hat, was du so im Jahr verdienst und die nicht umsonst Teflon-Uschi heißt, bei jeder Skandal von ihr heruntergleitet, als sei sie aus Teflon oder Jens Spahn. Sondern im Normalfall scheiden wir diese kleinen Stückchen Teflon unverdaut wieder aus, was relativ ungefährlich ist. Außer man hat die komplette Pfanne verschluckt, wobei da Teflon dann wie das kleinste Problem wäre. Es können sich aber auch giftige Gase bilden, wenn man eine Teflonpfanne auf mehr als 200 Grad erhitzt, was selten ist, weil dabei jegliches Essen verbrennt. Aber das Problem ist, dass bei der Produktion von Teflon jahrzehntelang andere ewige Chemikalien genutzt wurden, wie PFOA. PFOA ist im Gegensatz zum Verschlucken von Teflonteilchen deutlich tödlicher. Selbst tödlicher als eine komplette Teflonpfanne zu verschlucken. Der anfangs erwähnte freundliche Chemiekonzern aus der Nachbarschaft DuPont war und ist auch heute noch einer der größten Teflon-Produzenten weltweit und stellt Teflon seit den 1960ern in der US-Stadt Washington im Bundesstaat West Virginia her, was der Stadt einen riesigen wirtschaftlichen Boom brachte und vielen Menschen einen Job gab. Und wie sich später herausstellte, auch eine Menge Krebs und Fehlgeburten. Aber dazu kommen wir gleich noch. Um Teflon herzustellen, nutzte DuPont massiv PFOA, das es von 3M kaufte, das es wiederum seit den 1950ern massenweise herstellte. Das Problem war und ist nur, dass PFOA für den Menschen gefährlich ist. Was DuPont selbst schnell mitbekam, weil die Mitarbeiter, die in Kontakt mit PFOA kamen, wie die Fliegen starben. Etwas, das lange vorher sogar schon 3M DuPont mitgeteilt hatte, da auch dort deren Mitarbeiter nach dem Kontakt schneller starben, als 3M diese einstellen konnte. Und selbst als 3M 1991 DuPont darauf hinwies, dass man PFOA unbedingt nicht ins Wasser ableiten sollte, zeigte sich DuPont nur verwundert. Nicht, weil DuPont PFOA schon seit den 1960ern in den nahegelegenen Fluss schüttete, sondern weil DuPont selber schon lange den Überblick verloren hatte, wie viel sie in den Fluss geschüttet hatten. Scheinbar nur so viel, dass sich die Steine im Wasser weiß färbten und die Menschen, die das Wasser tranken, schwarze Zähne bekamen, wenn sie nicht schon vorher vom Krebs getötet wurden. Und trotzdem dauerte es Jahrzehnte, bis DuPont etwas ändern musste, nämlich vor allem seine Teflonsparte abzuspalten vom Konzern, nicht dass DuPont Schaden nimmt, durch den Schaden, den die Menschen und die Natur erlitten haben. Nun könnte man natürlich denken, dass die USA weit weg ist, aber PFOA wurde auch hier bei uns in Deutschland hergestellt. Mehr als 40 Jahre bis 2008 wurde PFOA südlich von Altötting hergestellt und verwendet, im Industriepark Gendorf, gelangte in die Luft und über das Abwasser in den nahegelegenen Fluss Alz. Die Säure sickerte in die Erde und in das Grundwasser. Dafür verantwortlich der US-Konzern 3M, der mittlerweile ein Filtrationssystem installiert hat und sauberes Wasser für die kommenden 50 Jahre verspricht. Wow, nach 40 Jahren verdrecktem Wasser endlich 50 Jahre sauberes Wasser. Das Problem mit PFOA, PFTE und allen Chemikalien aus der Gruppe der PFAS ist, dass diese von Menschen erschaffen wurden und nicht abgebaut werden können. Weder biologisch noch chemisch. Deswegen nennt man PFAS auch die ewigen Chemikalien, weil sie ewig erhalten bleiben. Bereits in den 1970ern wollten 3M und DuPont in den USA wissen, wie viel PFAS sich im Blut ihrer Mitarbeiter abgelagert hatte. Also wurden Blutproben von Mitarbeitern genommen. Und um eine Gegengruppe zu haben, nahm man auch Menschen Blut ab, die nicht bei DuPont oder 3M arbeiteten. Nur um herauszufinden, dass diese Menschen auch PFAS in ihrem Blut hatten. Also ging man einen Bundesstaat weiter,
und noch einen weiter und noch einen weiter, bis man zum Pazifik kam, nur um immer wieder festzustellen, dass auch dort die Menschen bereits PFAS im Blut hatten. Das einzige saubere Blut, das Friam Dupont finden konnten, stammte aus Blutkonserven, die von US-Soldaten stammten, die für den Koreakrieg eingezogen wurden. Und der war 1950. Die CDC, die amerikanische Seuchenbehörde, geht davon aus, dass 99,7% aller Amerikaner PFAS in ihrem Blut haben. Und wenn es die Amis haben, dann wir es recht. Schon aus Prinzip. Nur warum ist denn so? Dass wir alle PFAS im Blut haben, liegt zum einen daran, dass sich PFAS über das Wasser verteilt und ebenfalls über die Luft. Zudem kommen wir damit auch durch Produkte in direkten Kontakt, mit denen wir fast jeden Tag zu tun haben. PFC werden in der Natur nicht abgebaut. Aber genau in den Boden und ins Wasser sollen die PFC gesickert sein, über belastete Papierabfälle, über Papierschlämme. Die seien bis vor etwa 10 Jahren noch dem Dünger für die Felder beigemischt worden. Allein im Mannheimer Norden sind derzeit 244 Hektar mit PFC belastet. Noch größer die Fläche im Gebiet Baden-Baden-Rastatt. Insgesamt 644 Hektar wurden verseucht und das Grundwasser gleich mit. Und wenn das alles nicht schon scheiße genug ist, dann kann eine zu starke PFAS-Belastung den Schutz durch eine Impfung mindern. Was geil ist, während einer weltweiten Pandemie. Zum Glück bei einer Covid-19-Impfung vermutlich nicht. Aber nur vermutlich, weil es leider keine, und ich möchte hier auch einmal meinen guten Freund Joshua Kimmich zitieren, Langzeitstudien gibt, ob und inwieweit PFAS im Blut den Schutz einer Corona-Impfung reduziert. Trotzdem ist Impfen gegen Covid-19 immer noch besser, als ohne Impfung zu sterben. Unabhängig vom PFAS-Wert im Blut. In Europa ist PFOA seit rund 18 Monaten verboten. Viele Unternehmen haben es ersetzt durch zum Beispiel Aduna oder Gen X. Wobei ich immer dachte, das stände für Generation X. Diese Chemikalien und nicht die Generation X sind alle weniger giftig als PFOA. Allerdings stuft die EU Gen X selber in seinem Zulassungsverfahren mit ernsthafte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt gelten als wahrscheinlich ein. Also fast genauso wie die Generation X. Das Problem ist, dass wir alle PFAS im Blut haben. Und es eben nicht weniger wird, sondern sich weiter in uns einlagert. Toll, dass viele Fastfood-Ketten schon angedeutet haben, PFC in ihren Lebensmittelverpackungen nicht mehr zu nutzen. Das ist ein erster Schritt. Vielleicht nur 20 Jahre zu spät. Aber was weiß ich schon? Vermutlich eher schon 40 oder 60 Jahre zu spät. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lakely News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.